You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen. I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Episode 4 Dark Room. Ja, letzte Folge war ja Wahnsinn, die letzte Episode. Und endlich geht's weiter mit Episode 4. Ich will gar nicht diese Atmosphäre hier kaputt machen mit meinem Gesülze. Ich lasse mich überraschen, was jetzt passiert. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf dem Abenteuer. Mich und Maxine. Ich bin jetzt mal ruhig. Hören wir einfach mal zu. Das ist so bitter. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge, einen schweren Fehler gemacht. Das ist so bitter. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. Kind of know how they feel. At least,
I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Ach. Nee. Dann hat sie mit dem Auto, was wir in der letzten Episode gesehen haben, in der allerletzten Folge, dann hat sie doch tatsächlich einen Unfall damit gehabt. Das ist ja bitter. Das ist ja äußerst bitter, Freunde. Oh, was antworten wir denn da? Über den Unfall reden. Ja, komm. So. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Oh, armes Mädchen, armes Mädchen. So, wer wird jetzt vermisst? Wir wissen es natürlich, aber jetzt auch noch nicht. Wir fragen mal. What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Sie hat also die Rachel nie kennengelernt. Ihre Ersatzfreundin, nachdem Max ja weggezogen ist. Sag das nicht. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Gott, oh Gott, oh Gott, das muss ja ein Riesenschock sein für die Max. Oh, die tut mir so leid, die Chloe. Die tut mir einfach so unendlich leid. Ein widerliches Schicksal, was da geschehen kann. Ich hoffe, das passiert keinem. Das wünsche ich niemandem. Das ist einfach nur... Es ist einfach nur... fies. Einigen wir uns auf fies. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I need to get my drink on.
Can you bring me some water? Das tut mir so weh. Das ist überhaupt nicht schön. Die arme Chloe. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte das aus der letzten... Wasser. Sie braucht Wasser. Ich möchte das aus der letzten Episode wieder rückgängig machen. Oh, Beatmungsgerät. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least Chloe doesn't weigh that much. Ach, ist ja krass. Damit wird sie aus dem Bett gehoben. Oh. Oh. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Oh, das ist ja fies. Sie sieht ja aus dem Fenster das Bild da, was sie als Kinder gemalt haben. That's a serious heat lamp. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Oh, das ist irgendwie süß. Das ist irgendwie süß. So, was haben wir hier noch? Ne. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Wieder ihr Schicksalstier, was oder wie das war? Snow globes are taking over. So, hier ist ihr Porsche. I still can't believe I put Chloe in that chair. Oh, nicht wegen dir, Max. Wegen dieser furchtbaren... Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad. I'm glad you think so. Wegen deiner Gabe, Max. Ist das passiert, weil wir an der Gegenwart oder in der Vergangenheit rumgefuscht haben, dass der Vater nicht mit dem Auto zur Arbeit der Mutter fährt und sie dann mit dem Auto abholt. Und da hatte ja der Vater eigentlich den schweren Autounfall gehabt und ist dabei gestorben. Dadurch ist er mit dem Bus hingefahren, hat sie abgeholt und Chloe hat das Auto bekommen. Und Chloe hat dadurch den schweren Unfall gehabt, der eigentlich ihr Vater haben müsste. Und Chloe hat natürlich jetzt ein super schreckliches Schicksal dadurch. Wir haben also, dadurch, dass wir die Vergangenheit dementsprechend verdreht oder abgeändert haben, die Gegenwart... You're really my only friend who kept in touch. I should have kept more in touch. Die aktuelle Gegenwart so dermaßen geändert. Oh, das ist natürlich... So, was steht denn hier? Oh. Da ist der Fall. It's nice my parents sent a card at least. Oh, das ist ja nett. Was steht denn da? Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unserem Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield. Fehlt leider eine Unterschrift, und zwar die von Max, aber Max war ja leider... I wonder who this is. Akademie. Kind of a generic card. So, was haben wir hier? Ich denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid. Was passiert ist? Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser. Und dass wir uns bald sehen. Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. So, was haben wir hier? Chloe, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas, wie ich hoffe, es geht dir gut, schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass das unserer Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Ja, vor allem hat sie sich besser gefühlt, weil sie Bilder bekommen hat, wie ihre beste Freundin Spaß hat und sie praktisch in ihrem eigenen Körper da gefangen ist.
Was ist denn hier? Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Was steht da dran? Können wir irgendwie so... Gefahrenzone, Badezimmer, Gasmaske optional. Geigenhumor. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. So, was ist hier? Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. Das ist zugegebenermaßen cool. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. So, Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. The Black Attic Club. Nur für 21 oder älter. Programm. Oktober 2013. Freitag, 11. Black Flag Tribut Band. Samstag, Dorothy Twister. Mittwoch, Lopans Eis. Samstag, Pisshead. Montag, The Disco Boys und Halloween Groovy Ghoulies. Die guten alten Piss Boys. Wer kennt sie nicht? Pissköppe. That's so cool that Chloe has made friends online. Wer kennt es nicht? So, was haben wir denn hier? Oh. Hot Wheels Chat. Willkommen im Chat. Handybot. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in ihrer Verantwortung, sich mit den Regeln in unserem Chat vertraut zu machen. Miss Blue. Was machst du gerade? Ignatius. Mit dir reden. Miss Blue. Ohne Witz. Ignatius. Ich zieh mich gleich zurück in die Vergangenheit rein. Miss Blue. Oh mein Gott. Liebe es. Scott Bakula ist super. Ignatius. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zur Physio. Ich melde mich. Du schaust dann wahrscheinlich noch Bakula zu. Tu das unbedingt. Hallo? Verzeihung. So, ansehen. There's the old Chloe. Ja. So, gefällt mir mein Mädchen. So, was haben wir hier? Ansehen. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. So, did I give her a choice? Bevor wir sie füttern, hier war doch noch... Ach so, das war das Schneereh. Oh, dann... Oh. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Das ist mies. So, Wasser. Drink up, Buttercup. Oh, was trinken meine Süße? Ach, die ist... Oh, man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Woran erinnert sie sich? Das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute.
They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Noch nicht? Was sollte das gerade bedeuten? Wollte die Chloe irgendwas andeuten? So, was haben wir denn? DVD-Spieler. So, here's the DVD player. Now I just need to find the DVD. I don't want to disappoint you. Hör auf rein zu quatschen. Verzeihung. So, Schneeree haben wir schon. Schublade. Aha, here's the DVD. Okay, und was ist hier? Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Ach so. Piraten an die Macht. Arr. Oh, niedlich. So, DVD. Sie ist sehr glücklich. Super, super glücklich, dass ihre Freundin wieder an ihrer Seite ist. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Ich wäre auch super glücklich, dass die Freundin wieder da ist. Echt jetzt. I can't believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe.
Ob das jetzt eine so gute Idee ist, der... Okay, sprechen. Na gut. Dass jetzt so eine Idee, gute Idee ist, der Chloe Morphium zu geben. Ob ich nicht eventuell den Eltern Bescheid sagen sollte? Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Oh, Victoria? Warte mal, was hat die denn alles geschrieben, die Victoria? Max, bist du beschäftigt? Vermeide Hausaufgaben, wie immer. Ich sagte doch, ich helfe dir. Du lässt mich nur nie. Okay, lass das Drama. Du hilfst mir durch deine bloße Existenz. Alter, die sind Freundinnen? Die können sich doch nicht leiden. Ich versuch's. Und ich hab das Supergras von du weißt schon wem besorgt. Nur zur Info. Bewahr was für mich auf. Muss weg. Bis dann. Komm heute Abend in mein Zimmer. Was? Max, alles cool? Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nelson macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Hä? Was geht hier falsch? Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstille. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Oh, was geht da falsch? Chloe. Ach süß, das lese ich mir doch mal durch. Hallo Max, dies ist William. Hallo Max, dies ist William. Wenn du Chloe kontaktieren willst, kannst du diese Nummer benutzen. Sie würde sich freuen, von dir zu hören. Bis hoffentlich bald. Hey Chloe, Maxine hier. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber ich wollte dir sagen, dass ich jetzt auf die Blackwell Academy gehe. Ich hoffe, deine Nummer stimmt noch. Max ist zurück? Blackwell? Das ist so super. Du bist klasse. Aber am besten ist, wir können wieder rumhängen. Also ja, meine Nummer stimmt noch. Cool. Ich habe einen Haufen Hausaufgaben, aber wir sehen uns bald. Lass mich nicht zappeln, es ist schon zu lange her. Ich weiß, ich besuche dich bald. Ah, schön, schön. Was haben wir hier? Elissa, was haben wir hier? Ach, zum Glück nicht so viel. Hey Max, es ist eine Schande, dass du mit diesen Leuten rumhängst. Ich dachte, du wärst anders. Elissa, ich habe gesehen, wie du Klopapier nach mir geworfen hast. Was? Oh mein Gott, ich habe so nicht auf dich gezielt. Ich schwöre, tu es nie wieder. Oh, wir haben die ganze Gegenwart geändert, Leute. Die ganze Gegenwart geändert. Oh, herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können ja nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Maxine, deine Mutter hier, wir müssen über einige deiner Rechnungen reden. Bist du da? Ja, gib mir etwas Zeit zu antworten. Ich kann nicht im Unterricht texten. Einige Lehrer werden mega pissig, wenn man sein Handy rausholt. Ja, weil es extrem unhöflich ist und sei nicht so zickig zu mir. Entschuldige, langer Tag mit Hausaufgaben. Du bist nicht die Einzige. Deswegen haben wir uns gefragt, ob du so viel ausgeben musst. Wir möchten, dass es dir an nichts fehlt, aber dein Stipendium deckt nicht alles ab. Du hast gesagt, ich könnte deine Kreditkarte benutzen, wenn ich sie brauche. Ich habe nur Filme gekauft, keine Kamera. Vielleicht wird es Zeit, auf digital umzustellen. Ich rufe dich später an. Muss los. Schmoll nicht. Ich liebe dich. Hey, Liebling. Ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten. Aber ertränk sie auch nicht. Mama. So, Taylor. Taylor Swift. So, Max. Danke nochmal, dass du mit mir Mama besucht hast. Ich glaube, sie hätte lieber dich als Tochter. Boah, wie fies. Ich denke nicht, deine Mutter ist eine Kämpferin wie du. Ja klar, ich hab geflennt wie ein kleines Mädchen. Ich auch. Du hast es nur nicht gesehen. Es ist okay zu weinen. Es wird öde. Mein dämliches Handy ist gleich alle. Also, ruf mich zurück. So, okay, das war alles. Das war alles. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lass doch ein Däumchen nach oben da. Bis dahin. Ja genau, du sagst es. Bis dahin, euer Darkie.